Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung Capital Beat aus Brüssel, nämlich aus Brüssel, dort, wo das Herz Europa schlägt. Und wir sind im Studio des Europäischen Parlaments und bei mir ist als Gast Herbert Reul. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Sie sind CDU-Abgeordneter aus dem Süden Deutschlands und beschäftigen sich als Ausschussvorsitzender für Industrie, Forschung und Energie mit den wichtigsten Themen, die Europa überhaupt hat. Nämlich Wachstum, Energie und Forschung. Und bei Energie fällt mir sofort ein Stichwort ein, die Glühbirne. Was ist das denn wieder? Ja, das ist insofern ein interessantes Thema, weil bei der Glühbirne deutlich wird der Streit über die Methoden. Ich meine, in der Sache sind wir uns alle einig. Wir müssen mit der Energie sorgfältig umgehen, weil es relativ wenig Rohstoff gibt, ist endlich. Insofern ist es intelligent, damit vorsichtig umzugehen. Andere sagen, wir müssen das machen, weil wir behutsam auf die Klimaveränderungen achten müssen. Egal wie. Richtig ist, behutsam mit Energie umsetzen. So, da war die Debatte, wie kriegt man das hin? Im Bereich der Beleuchtung wird relativ viel Energie verschwendet. Und es gibt da zwei Denkschulen. Die einen sagen, wir schreiben von Brüssel jetzt vor, was die Menschen zu machen haben. Also eine Glühbirne. Ja, und die einen sagen, weg mit der Glühbirne, deswegen die Energiesparlampe. Und die anderen sagen, die Politik muss nicht entscheiden, welche Technologie richtig ist, sondern das müssen die Leute selbst entscheiden. Und das geht sowieso seinen Gang, weil Forschung immer weitergeht und weil keiner Lust hat, unnötig Energie zu verschwenden. Die werden schon selber klug die Entscheidung treffen. Und was sagen Sie im Ausschuss? Ja, im Ausschuss gibt es halt eine Mehrheit, wobei der Umweltausschuss dafür zuständig war. Eine Mehrheit, die der Auffassung war, auch im Parlament, die Glühbirne zu verbieten. Also im Grunde zu sagen, wir nehmen die sukzessive vom Markt und Energiesparlampen sollen an die Stelle treten. Es gibt eine Minderheit, die war relativ stabil und groß, aber halt eine Minderheit, die hat gesagt, den Menschen das vorschreiben ist Unsinn. Ich kann nicht vorschreiben, was technologisch richtig ist. Es kann übrigens auch sein, dass die Energiesparlampe in 2, 3, 4 Jahren schon längst überholt wird von der nächsten Technologie. Also kann sein, die Technik bestimmt demnächst. Anderes Thema, Industrie. Sie sind ja Vorsitzender des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie. Was brauchen wir in Europa? Wachstum oder mehr Umwelt, mehr Ökologie oder beides zusammen? Was ist momentan die Agenda für Sie in 2011? Also die Agenda wird sein, dass das Thema Industrie einen neuen Stellenwert bekommt. Vielleicht auch ein Stück Renaissance erlebt. Es hat ja eine Zeit lang die Debatte gegeben, Wachstum ja, aber Wachstum nur über die schönen und netten Dinge des Lebens. Also Dienstleistungssektor wird es schon richten in Europa. Und da haben wir jetzt besichtigt in der Finanzmarktkrise, insbesondere in England, die haben ja darauf gesetzt, dass das einseitige Setzen auf Dienstleistungen, insbesondere im Geldsektor, lebensgefährlich werden kann. Ja, wenn ich kein Geld mehr habe, kann ich mir auch keine Dienstleister mehr leisten. Ja, zum Beispiel, es macht keinen Sinn, wenn man sich gegenseitig die Haare schneiden. Ja. Ja. Das reicht zumindest nicht aus. Und kann man nicht jeden Tag machen. Bei uns wird sich das auch nicht so lohnen. Auch das mag sein, aber da würde uns dann noch vielleicht Farbe und irgendwas würde schon einfallen. Nein, Scherz beiseite. Die entscheidende Frage ist, kriegen wir das hin, dass wir auch ein Industriestandort bleiben bei dem Wettbewerb, der auf der Welt herrscht? So, und das hat Konjunktur. Die Leute haben kapiert, Europa braucht Industrie. Dass wir in Deutschland übrigens gut über die Krise gekommen sind, hat ja auch was damit zu tun, dass wir neue Industrie haben. Und jetzt geht es darum, was kann man Positives tun? Oder was kann man Negatives unterlassen? Also in welchem Maße muss man sich anstrengen, Industrie voranzubringen? Was sind denn die Kernsätze der europäischen Industriepolitik, die Sie im Ausschuss formulieren? Weil alle sagen, die Autos laufen auf einmal wieder prima, alles Quatsch, was wir vor 2 Jahren gesagt haben. Da standen auf Halde. Was reden wir eigentlich? Es funktioniert doch. Ja gut, das hat auch was mit Psychologie dann zu tun. Ne? Also ob die Leute bereit sind zu investieren und Autos zu kaufen und umgekehrt, ob die Industrie in der Lage ist, in neue Industrie, in neue Technologien zu investieren, voranzugehen und Neues und Spannendes anzubieten. Ich bin sicher, die Leute werden, wenn sie über das nötige Geld verfügen, immer Interesse haben, das Bessere, das Schönere, das Interessantere, das Leichtere, das Bequemere Automobil oder Industrieprodukt auch zu kaufen. Und ohne Industrie wird Europa eben keine Zukunft haben. So, aber was kann man tun? Ich glaube, das Wichtigste wird sein, und da bemühen wir uns im Moment, dafür zu sorgen, dass die Industrie Europas wettbewerbsfähig bleiben kann mit anderen Stellen der Welt. Der Kommissar Tajani hat so ein Papier verabschiedet, jetzt oder vorgelegt, wo er das zum Kriterium gemacht hat. Er sagt, in Zukunft müssen wir bei allen Entscheidungen ein Stück darauf achten, ob das, was wir hier beschließen, der Industrie in ihrer Wettbewerbsfähigkeit in der Welt nutzt oder schadet. Wenn das durchkommt, wir beraten das jetzt im Parlament, auch im Rat, dann wird das natürlich schon ein Stück die Denke verändern. Was heißt das für Deutschland, für die deutsche Industrie? Hat das Folgen negativer Art für die deutsche Industrie, zum Beispiel indem die unsere Produkte teurer werden müssen oder anders werden müssen? Also nehmen wir das Beispiel, wenn wir mit den Anforderungen zu hoch gehen,
aus klima- oder umweltpolitischen Überlegungen heraus, dann werden die Industrieprodukte teurer und wenn sie teurer werden, werden sie nicht mehr gekauft. Oder auf gut Deutsch, nicht das mehr Unternehmen, ja, dann kann eben das Unternehmen aus Deutschland auf dem Weltmarkt nicht mehr bestehen. Wenn es nicht mehr bestehen kann, wird es zumachen oder wird an anderen Stellen in der Welt einfach verlagern. So, und dann klagen dieselben Politiker, die die Maßnahmen beschlossen haben, darüber, dass verlagert worden ist und dass man in Zukunft in China, in Korea oder sonst wo. Ja, und Sie sind schuld, weil Sie Europa Abgeordneter sind. Im Zweifel sind wir sowieso alles schuld, weil immer alles nach Brüssel geschoben wird. Wenngleich, wenn man genau hinguckt, man eben weiß, die Brüsseler Entscheidungen sind immer ein Zusammenschluss von Kommissionsvorschlag, von einer Parlamentsentscheidung und von der Zustimmung auch des Rates. Und da sind die nationalen Regierungen drin. Das heißt auf Deutsch, denn die Bundesregierung ist immer bei jedem Projekt beteiligt. Und auch der Bundesparlamentarier, also der, der im Bundestag sitzt, kann beteiligt sein, weil durch die neue Rechtsprechung er jederzeit sich einmischen kann in die europäischen Entscheidungen, kann sagen, hör mal, Regierung, berichtet mal, was macht er denn da eigentlich? Und durch den Lissabon-Vertrag sowieso, nicht? Da müssen, und durch den Spruch des Bundesverfassungsgerichts muss der Bundestag ohnehin stärker beteiligt genau sein. Genau das meinte ich. Das heißt, die haben jetzt eine neue Macht, damit auch viel mehr Arbeit. Das haben wir wahrscheinlich gar nicht geahnt, was sie sich da einlassen. Aber es ist eine wahnsinnig große Chance. Übrigens auch für die Menschen und die Bürger, die über Europa sehr viel meckern. Die können nicht nur ihren Europaabgeordneten fragen, was macht ihr da eigentlich? Sie können auch den Bundestagsabgeordneten fragen, habt ihr euch eigentlich eingemischt? Habt ihr euch darum gekümmert, was eure Regierung macht? Oder habt ihr das einfach laufen lassen? Glühbirne ist ein schönes Beispiel. Nicht, hat sich keiner drum gekümmert, ist laufen gelassen worden. Und ich kann Ihnen sagen, also jetzt, wo ich noch mal nachgehakt habe, über die negativen Folgen nachzudenken, was da für ein Zuspruch kommt, wie viele Leute sich da melden. Die Leute stört das, die wollen keine industriefreie Zone Europa. Dritter Punkt in Ihrem Ausschuss ist die Energie. Ja. Stichwort, sage ich mal, Desertec, Strom aus der Wüste. Finden Sie das gut? Also ich finde alles gut, was uns einfällt, um neue Quellen zu erschließen, wie wir an Energie kommen, und zwar günstig. Am besten ist übrigens auch, wenn wir bei diesen Energie, die wir da finden, nicht abhängig werden von anderen. Also zum Beispiel, dass wir nicht zu sehr abhängig werden von russischem Gas, um ein Beispiel zu nennen, oder von Öl aus Arabien. Wäre allerdings auch keine Lösung, wenn wir demnächst von Sonne aus Arabien abhängig wären. Also das macht auch keinen Sinn. Das macht auch keine Lösung. Ich finde die Sache ein bisschen, ich glaube, es ist eine spannende, interessante Überlegung, Sonne da oder Sonnenenergie da zu fordern, wo die meiste Sonne ist. Wie kriegen wir sie aber hin zu uns? Exakt. Deswegen glaube ich mal so nach Emden, ganz nach oben. Ja, es hat zwei Probleme. Erstens die Strecke und zweitens haben wir nicht auch eine moralische Verpflichtung zu sagen, wenn da Sonnenenergie zu fördern ist, müssen wir dann nicht den Afrikanern die Sonne erstmal lassen, damit sie ihre eigene Industrie entwickeln können und damit Wohlstand kriegen? Ich meine, das ist ja immer dummes Gequatsche von, wir helfen denen zur Hilfe zur Selbsthilfe. Das hat der Oettinger, der Energiekommissar, einmal so ausgedruckt und hat gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir da nicht in eine neue Kolonialisierung kommen. Ja, ist eine gute Formulierung. Also wir müssen aufpassen, dass wir denen die nicht wegnehmen. Wir müssen aufpassen, dass wir das nicht so als eine Heilsbotschaft erklären, die so ohne weiteres gar nicht hinzumachen ist. Drittens, wir müssen gucken, geht das überhaupt technisch? Viertens, wir müssen überlegen, wie kriegen wir es hier hin? Ich meine, die Leute werden ja nicht begeistert. Ja, erstens kostet es viel, viel, viel Geld. Das Geld bezahlt der Stromnutzer nachher. Also der Stromkunde in Deutschland wird dafür bezahlen. Und fünftens, die Leitungen müssen ja auch gebaut werden. Ich erlebe im Moment, dass die Menschen noch nicht so lustig finden, wenn wir neue Strommasten irgendwo hinbauen, sondern protestieren und agieren. Aber Sie sind doch alle für Strom. Sie sind doch alle für Sonnenstrom. Ja, aber ich bin sicher, Sie kriegen eine Menge Zuschriften. Lieber Herbert Reul, setze ich mal für Sonnenstrom ein. Ja, aber in dem Moment, wenn die Masten aufgerichtet werden, die den Strom transportieren, bei Wind ist es ja genauso. Wir wollen alle Windkraft, wissen genau, das kriegen wir nur aus dem Meer, aus Nord-Ostsee. Und jeder weiß, das muss aber dann transportiert werden, quer durch Deutschland. Ja, und da müssen neue Masten gebaut werden. Das ist die Konsequenz. Der Preis ist dann auch Mastenbau. Kurze Frage zu dem Netz. Ich frage mich ja immer, wir haben überall nationale Energiepolitik. Desertec ist aber ein internationales europäisches Projekt. Wie soll denn das überhaupt gehen, wenn die Franzosen, die Spanier sagen, wir wollen den Strom für uns behalten und wir wollen auch nicht, dass die Masten oder die Leitung bis nach Litauen gehen? Ja. Gut, wie kriegen Sie das hin? Aber gut, das ist wahrscheinlich das Interessanteste daran, weil es dann deutlich macht, dass man solche Aufgaben in diesen Größenordnungen alleine nicht mehr gestemmt kriegt. Dass ein nationaler Staat alleine so Projekte nicht mehr hinkriegt, sondern nur gemeinsam. Das wäre ja eigentlich ein positives Argument zu sagen. Das ist aber doch die Voraussetzung. Das ist doch die Voraussetzung. Zwingend. Ja. Zwingend. Ja. Ja. Und das diskutieren Sie doch mit Sicherheit im Ausschuss. Wie kriegt man nun die nationalen Empfindlichkeiten beiseite gedrückt?
Das ist im Moment noch das kleinste Problem an der Stelle. Mhm. Sondern da ist im Moment, also weil alle ja für sich erkennen, dass sie einen Bedarf an Energie haben und darüber nachdenken, wo kriegen wir günstig neue Energien her, auch mit möglichst wenig Belastung für die Umwelt, ist da im Moment noch eine hohe Gemeinsamkeit. Das wird dann spannend, wenn die Masten gebaut werden. Ja, wenn es anfängt, real zu werden. Wie immer. Anderer Punkt wird ja auch real. Wir haben zu wenig Rohstoffe. Rohstoffeffizienz heißt das schöne Stichwort. Ja, auch das ein Thema in Ihrem Ausschuss. Ja, da steht uns das Wasser fast bis zum Hals oder darüber hinaus. Weil wenn wir Industrieland bleiben wollen, wir eben Rohstoffe brauchen. Und zwar Rohstoffe heißt nicht nur Kohle, Stahl und Öl, also Gas, sondern eben auch ganz spezielle Rohstoffe, seltene Erden. Also spezielle Rohstoffe, die es nur an wenigen Stellen der Welt gibt, die man aber braucht für neueste Produkte, fürs Handy, für den Computer und beliebig anders mehr. Und da stellen wir fest, dass da der Zug im Moment sehr gegen uns fährt. Warum? Weil andere unterwegs sind in der Welt, die sich alles sichern, was an Rohstoffen ist. Zum Beispiel Chinesen. Ja. Erstens haben die Chinesen selber eine Menge Rohstoff, drosseln den Export und sagen, nichts mehr raus, halten wir fest. Und zweitens sind die unterwegs und wo dann eine neue Quelle erschlossen wird, kaufen die lange zu und sagen, also Sie haben eine Menge zu tun im Ausschuss. Ich merke, ja. Aber eine Schlussfrage will ich noch stellen. Sie sind ja ein Mensch, der sehr gerne über Sommer- und Winterzeit redet. Jetzt schmunzeln Sie. Sie gehören zu den vehementesten Gegnern von Sommer- und Winterzeit. Warum eigentlich? Ja, weil ich es nicht einsehe, dass man mit einem Riesenaufwand zweimal im Jahr die Uhr umstellt. Mhm. Und das bringt nichts. Aber alle rechnen doch vor. Wir sparen so und so viel. Am Anfang war das mal so. In den 80ern hat man das beschlossen, als Energieknappheit war. Hat man gesagt, mit der Umstellung der Zeit können wir Energie sparen. Zwischenzeitlich weiß jeder, es bestreitet auch keiner, wir sparen gar nichts damit. Was man der einen Stelle sparen, geben wir der anderen mehr aus. Wenn das der Fall ist, dass das alles nichts mehr bringt, dann frage ich mich, warum stellen wir die Uhr um? Finish. Also, Schluss mit Sommer- und Winterzeit. Ich finde, ja, das können wir sparen. Das ist ein schönes Wort zum Schluss. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herbert bitte, Reul. Bitte. Europaabgeordneter, seit wie vielen Jahren sind Sie in Brüssel? Seit 6 Jahren. Also seit 6 Jahren. Zu den Neueren. Zu den Neueren. Und ich bedanke mich bei Ihnen zu Hause, dass Sie zugeschaut haben. Wenn Sie es nachlesen wollen, bitte auf www.european-circle.de. Und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder. Und ich sage Tschüss.